Hallo Freunde, dieser Doktor bestätigt etwas super Wichtiges über Deutschland, was alle von uns verstehen sollten. Was uns zum zweiten Punkt bringt, die Definition des Raubreviers. Kurz gesagt, das Raubrevier umfasst Europa, die Staaten und die Menschen. Und damals wie heute braucht man eine Koordinationsstelle, ein Politbüro, eine Liaison, wo sich die Interessen treffen. Damals war es hier in Berlin, heute ist es in Brüssel. Und die Räuberhäuptlinge, die gibt's auch. Die treten ganz offen auf, hier zum Beispiel schon 1969 in einem Aktionskomitee für die, kein Witz, Vereinigten Staaten von Europa. Walter Hallstein und Karl Winnecker. Der Räuberhauptmann Hallstein wird, wie schon erwähnt, 1957 zum ersten Präsidenten der neu gegründeten Europäischen Wirtschaftsunion bzw. späteren Brüsseler EU ernannt. Alles, was er sich bereits 1939 ausgedacht und was er öffentlich verkündet hatte, hat er umgesetzt. Wir brauchen keine Demokratie. Wir brauchen eine Zentralstelle des Kartells. Ein zentrales Kartellbüro. So der Fachterminus. Und genau das haben sie gebaut in Brüssel. Die Chefs sitzen hier. Das sind die Interessen, die in Brüssel vertreten werden. Die EU-Kommission ist die politische Exekutive dieses Kartells. Die wird auch nicht gewählt, schon gar nicht von uns. Oder haben Sie schon mal für die EU-Kommission gewählt? Ich glaube nicht. Die werden ernannt von den Göttern. Und entscheiden tun sie auch. Sie machen die Gesetzentwürfe, sie machen Direktiven, die ohne jedes Passieren durchs Parlament gesetzt werden und Verordnungen über 500 Millionen Menschen in Europas. Und uns erzählt man was von Demokratie. Wenn wir uns Brüssel angucken, dann erkennen wir sehr schnell, dass es dabei um eine Feigenblattdemokratie geht. Hier die tatsächlichen Machtverhältnisse. Und dann kommt erstmal eine große Mauer. Und dann auf der rechten Seite dieser Mauer, da sind wir. Ja, nicht nur wir alleine, sondern insgesamt 500 Millionen Menschen. Die dürfen da auch was wählen alle 4 Jahre. Aber ein Initiativrecht für Gesetze, wie das jede Demokratie hat, hat dieses Parlament nicht. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Feigenblatt. Und erst wenn man dieses Bild sieht, versteht man die tatsächlichen Machtverhältnisse etwas besser. So funktioniert Brüssel. Die EU-Kommission, das sind natürlich nicht nur die 27 Kommissare, sondern die haben einen Apparat, ungelogen, von 54.000 Technokraten und Bürokraten, Berufsbürokraten, die sind dafür bezahlt, langjährig, dort für diese Interessen zu arbeiten. 54.000, das stellt das Volumen dieses Blocks dar. Und dann haben wir uns mal überlegt, man sollte mal das EU-Parlament mit seinen 736 Abgeordneten daneben abbilden, um einfach das Größenverhältnis mal darzustellen. Und das ist noch nicht alles. Wenn Sie Parlamentarier sind, dann werden Sie, wenn es gut geht, einmal wiedergewählt. Meistens sind schon nach 4 Jahren weg. Ein Missverhältnis von Zahl und Kompetenz. Man kann es tatsächlich so ausdrücken, auf jedes Mitglied des EU-Parlaments kommen 80 Bürokraten der EU-Kommission, die dieses Parlament in Schach halten. Und so fassen wir zusammen, die Brüsseler EU ist keine Demokratie, sondern eine
Diktatur. Die Basis jeder Demokratie ist der Grundsatz, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Wenn die politische Exekutive, also in diesem Fall die EU-Kommission, nicht mehr durch das Volk gewählt und sogar und vor allem nicht abgewählt werden kann, dann wird aus jeder Demokratie eine Diktatur. Und jetzt verstehen wir auch diesen ganzen Überwachungswahn, der über uns hereingebrochen ist, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem betrieben durch die Brüsseler EU. Das versteht kein Mensch mehr. Die Piratenpartei wurde groß, weil sie das zum Thema gemacht hat. Die wahren Ursachen liegen viel tiefer. Die haben Angst. Die wissen genau, was sie da machen. Und wenn die Menschen verstehen und wenn die Menschen eines Tages aufstehen dagegen und sagen, wir wollen die Demokratie, auch in Europa, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Davor haben die Angst. Deswegen müssen sie alle Prozesse des menschlichen Lebens überwachen. Von ihrem Computer bis zu ihrem Handy und selbst den öffentlichen Verkehr und in Frankreich schon den privaten Personenverkehr. Nun kommen wir zu dem dritten Punkt, ein gut getarnter Raubzugplan. Mann, wünschst du dir nicht auch jetzt im Nachhinein, dass du diesen Mann als Geschichtsunterrichtsleiter in den Indoktrinierungscamps gehabt hättest, ich meine Schulen? Weil ich tue das schon und politisch gewählt habe ich bisher niemanden in meinem Leben und bleibe auch bei dieser Taktik, denn ich halte das alles für Brot und Spiele und unser Schicksal können wir dadurch nicht verändern, denn in den Sprüchen steht geschrieben, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Aus Sprüchen, Kapitel 14, Vers 34. Danke dir, dass du zugeschaut hast. Abonniere bitte zuletzt den Kanal, drücke auch die Glocke, damit du nichts Neues verpasst und teile dieses Video mit Menschen, die mit uns zusammen in Deutschland und in Europa gemeinsam leben. Danke, tschüss.